Eine der spannendsten, aber auch zugleich komplexesten Fragen ist die Frage nach dem Erfolg. Was macht dich erfolgreich? Was macht mich erfolgreich? Und spannend ist sie deshalb, aber auch komplex, weil es zunächst mal darum geht, erst zu definieren, was Erfolg ganz persönlich für dich bedeutet. Und der zweite Schritt ist dann, wie man ihn erreicht. Und bei der letzten Frage kann ich dir heute in dem Video aufzeigen, wo du erfolgreich sein wirst und wo nicht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern habe auch viele andere berufliche, wie auch sportliche und künstlerische Stationen hinter mich gebracht. Ich weiß, was es also bedeutet, sich Ziele zu setzen und erfolgreich zu sein oder eben nicht erfolgreich zu sein. Und das größte Hindernis deines Erfolges, das trägst du tatsächlich in dir. Und ich zeige dir heute, wie du dieses große Hindernis überwinden kannst, damit du den für dich definierten Erfolg auch definieren und erreichen kannst. Also reich wirst an Erfolgen. Und die finden an einem Ort nicht statt. Das Besondere an unserem Gehirn ist es, dass es stetig wächst, dass es dazu ausgelegt ist, schon als Kind zu spielen, zu lernen und zu wachsen. Und das Gute ist, wenn du dir das nicht von anderen, von der Gesellschaft einreden lässt, dann hört dieses Momentum tatsächlich auch nie auf. Dein Gehirn ist auf Wachsen, auf Lernen, auf Spielen ausgelegt. Und wirklich Glück und Freude gibt es interessanterweise auch durch das Wachsen, durch neue Erkenntnisse. Das Interessante ist allerdings, dass dein Gehirn, wenn du also auf die Welt kommst, noch relativ wenig an Fähigkeiten, Informationen, Wissen, Know-how enthält. Auch die Erfahrung und die Bewertung und die Bedeutungsbeimessung sind so gut wie nicht vorhanden. Wenn du aber auf die Welt gekommen bist, wirst du nach einigen Jahren in gewissen Sektoren in deinem Gehirn bestimmte Wachstumsprozesse abgebildet haben. Du wirst also gelernt haben, dich zu bewegen, zu sprechen, dich verständlich zu machen, vielleicht in ein oder zwei Sprachen. Du wirst ein gewisses Grundwissen vielleicht in Rechnen oder Musik erreicht haben und ein bisschen schon von der Gesellschaft oder Wirtschaft verstehen. Und diese Zone, die jetzt hier innerhalb des roten Rahmens entsteht, das ist deine sogenannte Komfortzone. Solange du dich also mit neuen Aufgaben und Herausforderungen auseinandersetzt, solange findet auch ein Wachstum deiner Komfortzone statt. Das bedeutet also, du hast alles gelernt, was du in der Wirtschaft, in deiner Schule, in deiner Entwicklung gebraucht hast und vielleicht auch, was du in der Berufsausbildung bis zu deinem ersten Arbeitstag gelernt hast. Auch dort wirst du dann auf der Arbeit die ersten Monate dich entwickeln. Nur allzu häufig geschieht es dann bei vielen Menschen, dass sie denken, mit dem Abschluss der Berufs- und Schulausbildung können sie aufhören zu lernen. Nur das Leben, was dann resultiert, was dann die Folge ist, ein Vegetieren, ein Existieren innerhalb der Komfortzone. Aber schauen wir uns nun einmal die Wünsche an, die Menschen haben können. Bei mir beispielsweise war es, ein Instrument zu lernen, also beispielsweise Klavier zu spielen oder das Singen zu erlernen. Oder es kann sein, dass du bestimmte neue Bewegungen lernen willst, vielleicht eine Kampfsportart, vielleicht willst du Tennis lernen. Oder du sagst, du möchtest ganz gerne reden lernen, Videos produzieren oder bessere Präsentationen halten. Oder du setzt dir das Ziel, dich selbstständig zu machen, sprich also ein wenig mehr von der Wirtschaft zu erfahren und eines Tages dann vielleicht nicht alleine zu arbeiten, sondern ein Team zu haben und es zu führen. Sehr selten ist es so, dass Menschen so sozialisiert werden, dass ihre Komfortzone so groß ist, dass die Ziele innerhalb dieses roten Referenzrahmens, also in der Komfortzone, abgebildet sind und erreicht werden können. Die Regel ist vielmehr, dass die Ziele außerhalb der Komfortzone sind. Und das ist genau der Konflikt, in dem wir Menschen uns befinden. Denn jetzt gibt es ein Spannungsfeld. Die eine Seite, die eine große Gruppe in der Gesellschaft sagt, oh, das Ziel ist außerhalb meiner Komfortzone. Wenn ich zurückgucke in meinem Leben, habe ich das noch nicht erreicht. Und meine Eltern, mein Umfeld, meine Lehrer haben mir auch glaubhaft versichert, dass ich dazu nicht in der Lage bin, dass ich untauglich bin, vielleicht sogar ein Versager bin oder einfach das sogenannte Talent hierfür oder dazu nicht habe. Wenn also solche Glaubenssätze, wir im Coaching sagen dazu, neuronale Infektionen dein Unterbewusstsein infiziert haben, du also bedeutest oder glaubst, dass diese Referenzzone tatsächlich auch dein Limit für den Rest deines Lebens ist, dann heißt es so schön, wenn du an deine Grenzen glaubst, dann gehören sie dir.
Wenn du aber an deine Entwicklungsfähigkeit, an die Plastizität deines Gehirns, also an das Lernen, Spielen und Wachsen deines Gehirns bis zum letzten Atemzug glaubst, dann können sich diese Grenzen tatsächlich verschieben. Das bedeutet also, deine Komfortzone zu verlassen oder sie auch systematisch auszudehnen, und zwar groß deiner gesetzten Ziele. Wenn für dich also erfolgreich sein bedeutet, deine Ziele zu erreichen, dann siehst du in all diesen Zielen sehr wahrscheinlich, dass sie außerhalb der Komfortzone liegen. Es bedeutet also, Mut zu haben, die zu verlassen. Doch was genau erwartet dich außerhalb der Komfortzone? Darauf will ich dich jetzt noch kurz hinweisen. Das, was zwischen dir und deinen Erfolgen genau liegt, habe ich dir aufgezeichnet. Wenn du beispielsweise eine neue Kampfsport lernst, eine neue Bewegung, dann wirst du Fehler machen. Du wirst mal hinfallen, du wirst beim Kampfsport mal getroffen werden. Es werden also Schmerzen auf dich zukommen. Auch wenn du nur in das Fitnessstudio gehst und deinen Widerstand der Gewichte erhöhst, auch dann wirst du Muskelkater haben und Schmerzen. Also sowohl Fehler als auch Schmerzen werden zwischen dir und deinem Erfolg auch liegen. Und es geht noch viel weiter. Wenn du nämlich die Entscheidung getroffen hast, gute Reden zu halten, Vorträge zu halten, dann werden zwischen dir und deinen Zielen auch Ängste liegen. Was denken die anderen über dich? Werden sie über mich lachen? Oder werde ich möglicherweise zum Spott und zum Gelächter des Dorfes? Also auch hier gilt es, wirklich schwerwiegende Ängste auch zu überwinden. Denn nicht wenig Menschen haben mehr Angst vor der öffentlichen Rede als vor ihrem Tod. Wenn du aber dich entscheidest, zum Beispiel ein Musikinstrument zu spielen, dann wirst du enorm viel Misserfolg haben. Bevor du ein neues Klavierstück von Mozart, Beethoven, Bach oder Chopin spielen kannst, wirst du hunderte, vielleicht tausende Misserfolge hinter dich gebracht haben. Bis du also vor Elise eines Tages spielen kannst, bis alles reibungslos, die rechte Hand, die linke Hand, beide gleichzeitig im richtigen Tempo, in der richtigen Anschlagsdynamik spielen kannst, wirst du gut und gerne tausend Misserfolge haben. Das Gleiche gilt aber auch in der Wirtschaft. Dort wirst du neben Misserfolgen, Ablehnung, Neid, auch den Widerstand in der Führung später haben von deinen eigenen Menschen. Du wirst aber auch Ablehnung bekommen, sowohl von potenziellen Kunden, aber auch von potenziellen Geschäftspartnern und Empfehlungsgebern. Zusammengefasst bedeutet das also, wenn du wirklich erfolgreich werden möchtest, also andere Ergebnisse erzielen, als die du bisher in deiner Vergangenheit schon erzielt hast, dann gilt es tatsächlich, die Komfortzone verlassen. Und zwar je häufiger und je länger, desto besser oder desto sicherer wirst du deine Ziele erreichen. Die Herausforderung ist nur, dass am Anfang scheinbar die Verhaltensweisen, die dich zum Ziel führen, mit Ängsten, mit Schmerzen besetzt sind. Vielleicht mit Ängsten auch vor Ablehnung von anderen Menschen. Nur das Gute ist, dass das Gehirn stets plastizitär bleibt. Das bedeutet, alles ist veränderbar. Also damit auch die Bedeutungsbeimessung von den Aufgaben, vor denen du heute Angst hast. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass dir in einem Jahr genau das Freude bereitet, wovor du heute noch Angst hast. Wenn du sicher und aber auch garantiert deine blauen Ziele alle erreichen willst, dann sorg nicht nur dafür, dass du die neuen Verhaltensweisen positiv, konstruktiv, mit guten Gefühlen kombinierst, sondern sorg auch für ein Warnsystem, was dich darauf hinweist, dass du wieder in deiner Komfortzone Schutz und deine Ruhe, deine scheinbare Ruhe finden willst. Denn das wird dich am Anfang immer mitbegleiten. Die gute alte Zeit auf der Couch mit Füße hoch, Pilz und Bier und Popcorn in der Hand und den Blick direkt auf Netflix. Diese guten Gefühle, das sind die alten Gewohnheiten, die es leicht machen, deinem Gehirn etwas zu tun und sich schnell auch gute Gefühle zu verschaffen. Nur diese guten Gefühle können genauso wie die Ängste außerhalb deiner Komfortzone ein Grund dafür sein, weshalb du nicht erfolgreich wirst. Du siehst also, du brauchst eine Balance, das Neue zu finden, zu definieren und zu konditionieren und auch anzugehen, auf der anderen Seite dich vor den alten guten Gefühlen zu schützen. Und hier macht es Sinn, dass du dich in Begleitung eines guten Mentors oder Coaches begibst, der dich dabei begleitet. Auch eine gute Gemeinschaft von Gleichgesinnten, also auf der Ebene der Intervision mit anderen Unternehmern, Gründern oder Führungskräften, die sich auf den Weg gemacht haben, kann hier hilfreich sein. Und wenn du persönlich dabei Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein, heute auch Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Direkt unter dem Video findest du einen Link, denn wir haben nicht nur gute Berater, sondern auch sehr gute Coaches. Und vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass deine Komfortzone irgendwann deine gesamten Potenziale beinhaltet, denn dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du deine Ziele auch erreicht haben wirst. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.